Und auch heute sind wir wieder im Ahrtal, wie eigentlich ja jede Woche. Wir sind in Resch. Ja, und jetzt erzählen uns mal einfach, ja, von jemandem, der betroffen ist von der Flut, ja, was das ist, was wir hier so machen und ob es gebraucht wird oder ob es nicht gebraucht wird. Ja, also der Michael, der ist jetzt doch mit einer der am engagiertesten so die letzten Monate kontinuierlich uns hier in jede Woche hier unterstützt. Also der kommt jede Wochenende in seiner Freizeit hier, hat ein starkes Helferteam im Hintergrund und der unterstützt uns hier mit Dingen des täglichen Bedarfs. Ganz, ganz feiner Zug von dem ganzen Team und von Michael. Und der Bedarf ist auch nach wie vor da? Ja, ich meine, kannst ja die Kamera ja mal rumdrehen, wie es hier aussieht. Brauchen wir noch. Leider. Auch vor dem Hintergrund, dass die offiziellen Stellen ja jetzt mit der Zeit immer weniger werden, ist die private Hilfe natürlich das, was jetzt noch am besten funktioniert. Ja, gerade jetzt, weil Gelsdorf geschlossen wird, ne? Und man festgesetzt hat 61 Tage, davon sind schon 4 rum. Das heißt, wir haben nur noch 58 Tage und dann ist auch Gelsdorf weg. Ein Punkt, der für die Betroffenen wichtig ist, weil ja eben da einiges abgeholt werden kann zum Wiederaufbau, zum Fertigmachen. Wie sieht es aus lebensmitteltechnisch im Ort selber hier in Resch? Gibt es eine Einkaufsmöglichkeit oder gibt es keine? Na, wir hatten ja vor dem Hochwasser auch schon keine Einkaufsmöglichkeiten mehr. Von daher jetzt auch nicht mehr. Also es gibt hier keine Einkaufsmöglichkeiten. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch. Ja, danke für die Hilfe, Michael. Bitte.